Weil ich sogar als Mentalist öfter mal Sachen vergesse, sind hier ein paar Tipps für euch, wie ihr eure Vergesslichkeit bekämpfen könnt. Oder zumindest Tricks, wie ihr euch Sachen einfacher merken könnt. Tipp Nummer 1. Wenn es dir öfter mal passiert, dass du auch den Namen einer Person vergisst, machst du Folgendes. Es ist nämlich oft so, dass wenn wir neue Personen treffen, wir uns den Namen in erster Linie gar nicht merken. Das heißt, wir vergessen ihn nicht, sondern wir haben uns ihn gar nicht erst aktiv gemerkt. Jemand stellt sich vor, sagt, aha, Jonas, und irgendwie bleibt der Name gar nicht erst hängen. Was ich dafür immer mache, ist, dass ich den Namen aktiv benutze. Ich stelle mich also jemandem vor, hi, ich bin Timon, hi, ich bin Jonas, ich sage, Jonas, schön, dich kennenzulernen. Und benutze danach in den nächsten paar Sätzen den Namen noch 2 oder 3 Mal. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, den meisten Leuten fällt es aber gar nicht auf und es hilft dabei, den Namen sofort bei dir zu verinnerlichen. Zweitens, wenn du manchmal auch deinen Autoschlüssel oder andere kleine Sachen verlierst, benutze die sogenannte Point-and-Call-Methode, um dir zu merken, wo du sie hingelegt hast. Point-and-Call, also drauf zeigen und sagen, wie es ist. Was es bedeutet, ist, dass wenn du zum Beispiel deinen Autoschlüssel irgendwo hinlegst, legst du ihn hin und sagst, der Autoschlüssel liegt vorne bei mir auf dem, keine Ahnung, am Schrank. Oder der Autoschlüssel liegt jetzt bei mir im Küchentisch. Oder wenn du rausgehst und du weißt, dass der Ofen aus ist, sagst du, der Ofen ist aus. Und du zeigst drauf. Es ist ganz wichtig, dass du dabei die physische Bewegung und das Wort kombinierst. Drittens, wenn du dir wirklich was merken musst, dann empfehle ich, dass du irgendeine ungewöhnliche Aktion machst, während du dir das oder beim zu merkenden machst. Was bedeutet ist, dass wenn du jetzt versuchst zu merken, dass du, keine Ahnung, Milch kaufen musst, machst du jetzt was, was du normalerweise nicht machen würdest. Zum Beispiel stapelst du 3 Blatt Papier aufeinander und malst was oben drauf und wiederholst dabei für dich immer wieder, ich muss Milch kaufen, ich muss Milch kaufen, ich muss Milch kaufen. Was das macht, ist, dass du dich an die ungewöhnliche Sache, die du gemacht hast, sehr wahrscheinlich erinnern wirst und dich damit auch an die Sache, die daran gelingt ist, erinnern wirst. Viertens, wenn du dir Informationen merken musst, hilft es oft, wenn du die Informationen in ein Bild verwandelst, wenn du also was malst. Zum Beispiel, vielleicht versuchst du dir die Präsidenten Amerikas zu merken aus der Geschichte und du malst sie irgendwie in ein Bild rein. Und am besten nimmst du dabei den Namen, zum Beispiel dieser Präsidenten, und verbildlichst den Namen auf eigentlich völlig egal, scheißegal welche Art, solange du ein Bild daraus machen kannst. Und wieder ist es die Kombination aus einer physischen Aktion und aus der Information, die in ein Bild gepackt wird, die dir dabei helfen wird, dir das Gemerkte zu lernen. Und fünftens, Bonusrunde. Wenn du was verloren hast und du findest es nicht, hilft es oftmals, wenn du statt von links nach rechts zu suchen mit den Augen, von rechts nach links suchst. Wir sind es gewöhnt, von links nach rechts zu gucken, weil wir so lesen und überspringen dabei oftmals viele Sachen, weil wir auch beim Lesen oftmals viele Sachen überspringen. Wenn du jetzt aber aktiv von rechts nach links, zum Beispiel über deinen zugemüllten Schreibtisch suchst, wirst du merken, dass dir viel mehr Sachen auffallen, die dir sonst vielleicht nicht aufgefallen wären. Ich hoffe, es hilft euch und bis dann.